So, let's start. Unglaublich, dass die Bundesliga wieder startet. Halt, es ist echt nicht zu fassen, dass wir jetzt hier wieder Fußball gucken können. Ich hatte, glaube ich, noch, ich glaube nicht, ich weiß, dass ich auch schon vorher, das ist jetzt schon, glaube ich, 5, 6 Wochen her, hatte ich ja auch schon mal Tipps gesetzt für den Spieltag. Hab dann mal kurz reingeguckt, aber habe mir vorher schon mal Gedanken drüber gemacht, was ich hätte tippen können. Und dann habe ich im Ortsportal geguckt, was ich getippt habe vor 5, 6 Wochen und komme eigentlich auf das gleiche Ergebnis zurzeit. Ja. Ich will mal kurz so ein bisschen erklären, was ich halt dieses Wochenende mache. Ist natürlich absolut echt schwierig halt. Also jetzt so aus dem Kaltstart. Wir wissen ja auch nicht, was sie gemacht haben. Also ich vermute mal, dass sie ganz normal trainiert haben und dass sie halt auch im Team da gespielt haben. Muss ich immer alles glauben, was da gesagt wird, halt, dass sie nur alleine trainieren und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich dann so ist, aber wenn wir Pech haben, wird es echt eine ziemlich maue Angelegenheit und die Jungs müssen tatsächlich noch reinkommen. Dann können wir vielleicht irgendwie halt erstmal die Finger von lassen von Über- und Untertoren. Aber ich habe mir mal ein paar Mannschaften rausgesucht, also zumindest eine Mannschaft. Den hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Pause recht gut getan. Und das ist halt für mich Düsseldorf gegen Paderborn. Ich finde die Quote von Düsseldorf recht gut. Und auch, ich meine, ich habe jetzt auch mal den Direktvergleich geguckt. Das ist ja unglaublich halt. Düsseldorf hat die letzten 10 Jahre tatsächlich gegen Paderborn kein einziges Spiel gewonnen. Das letzte Spiel war am 24.10.2010. Nee, das haben sie auch verloren. Da muss man tiefer gehen. 2009 war das letzte Spiel, wo Düsseldorf gegen Paderborn gewonnen hat. Ist unglaublich, sonst immer verloren. Oder, nee, doch, hier haben sie doch, ja, tatsächlich haben sie mal einmal gewonnen, okay. Aber also so in der Masse hat Düsseldorf immer auf den Sack gekriegt von Paderborn. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich habe mir mal die Mannschaft angeguckt und da ist ein Spieler dabei, nicht nur einer, sondern jetzt mehrere von Düsseldorf, wo ich sage, das ist einfach qualitativ besser als Paderborn, ja. Jetzt gibt es ja auch bei, gibt es ja dieses Fantasy-Fußball, da kann man ja auch Bundesliga tippen. Wie heißt denn der Laden? Aber ihr wisst schon, glaube ich, wie es meint. Guckt mal beim Quotenwilli, der kann euch, der hat da, glaube ich, ein Video zugemacht, dass man jetzt auch Bundesliga tippen kann. Ich mache das jetzt zurzeit nicht, aber ist auf jeden Fall eine Sache wert, weil mit Bundesligaspielern kenne ich mich echt gut aus. Und ich sag euch, Düsseldorf. Es sind ein paar Leute wiedergekommen, ein paar Leute sind auch nicht mehr dabei. Ich glaube, der Zach Steffen ist nicht dabei, der ist, glaube ich, verletzt. Aber der Kastenmeier, aber das Torwart ist nicht so wichtig. Es geht darum, bei dem Spiel halt, wer ein Tor schießen kann, halt einfach, ja. Und ich war das letzte Spiel, wo ich im Stadion war, das war gegen Mainz, gegen Paderborn. Und da hat man gesehen, da gibt es halt tatsächlich nur zwei Spieler von denen, die auch wirklich ein Tor schießen können. Und das Einzige, wo die gefährlich sind, Paderborn, ist meiner Meinung nach in den Standards halt, ja. Aber so nach vorne, so wirkliche Torgefahr, sehe ich da nicht unbedingt. Und ich glaube, man muss halt auch tendenziell bei den Tipps, die wir jetzt hier machen, an dem Spieltag und auch jetzt nach dieser langen Pause, einfach drauf gehen, welcher Spieler qualitativ halt einfach den Unterschied ausmacht, ja. Und ich sage euch, den qualitativen Unterschied macht Kenan Karaman aus. Der Typ ist einfach nur geil. Der war jetzt echt fast die ganze Hinrunde verletzt. Aber der Spieler ist echt richtig gut. Also, wenn einer den in sein Fan-Team mit reinnimmt, macht er bestimmt nichts verkehrt. Weil das ist halt auch dieses Bindungsstück zwischen Rufen Hennings und zwischen dem Mittelfeld, ist Kenan Karaman. Der macht die Lücken zu vorne und der ist die Verbindung zum Rufen Hennings. Und dann hast du auch noch hier den Ballon Berisha, der ja auch wahrscheinlich halt auch spielen wird. Also ich gehe mal davon aus, wenn Berisha spielt, wenn der Erik Tommy spielt, wenn der Karaman spielt und der Rufen Hennings spielt, dann gehe ich auf Düsseldorf. Die haben eine 2,1er Quote. Ich finde das echt gut. Und in der Abwehr ist ja auch, der Ayhan ist ja auch dabei. Kasim Adams ist ja ausgeliehen von Hoffenheim, auch ein guter Spieler. Und der Gieselmann ist natürlich immer am Start, halt immer, oder der Zimmermann. Immer fleißig und so. Also das ist schon eine gute Mannschaft und die haben jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, sich da so ein bisschen auch wieder so in der Mannschaft halt zu finden. Und ich denke schon, dass die besser sind als Paderborn. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie gegen Paderborn unentschieden oder verlieren oder so. Also das ist für mich auf jeden Fall eine qualitative, bessere Mannschaft halt. Also muss man sagen, also das werde ich auf jeden Fall spielen. Also aber nur einen einfachen Sieg halt, vielleicht mit 1-0 oder so.
Dann schauen wir nochmal was anderes. Was gibt es noch? Frankfurt gegen Gladbach. Das sind auch qualitative Unterschiede halt, ja. Wenn man sich überlegt, wer da alles bei Gladbach spielt. Frankfurt hat natürlich den Vorteil, dass sie halt echt einen richtig guten Flankengott haben. Mit dem Kostic, der halt extrem gute Flanken reinschießen kann. Aber ich denke mal auch so hier vorne mit Embolo, mit Plea und vor allen Dingen Markus Thuram, der jetzt meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen langsam ist, aber trotzdem, das ist einfach qualitativ viel bessere Mannschaft. Also ich glaube nicht, dass Frankfurt da irgendwas entgegenzusetzen hat. Ich bin schon auch kurz davor, auf Gladbach Handicap zu gegen Frankfurt, weil einfach die Qualität von der Mannschaft halt viel besser ist halt, ja. Und das ist der zweite Tipp, den ich halt auf jeden Fall mal spielen werde. Da haben wir noch Leipzig gegen Freiburg. Ja, ist natürlich auch ein guter Sieg, aber die Quote von Leipzig ist, glaube ich, nicht so geil. Können wir mal kurz gucken. Für Leipzig gibt es eine 1,32, das spiele ich nicht. Also, wie das Gladbach-Quote ist 2,34 und die Düsseldorf-Quote ist eine 2,14, das ist gut. Und Dortmund-Schalke wird schwierig halt. Da muss man erstmal die Aufstellung abwarten, wie weit das aussieht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Schalke hat eigentlich immer die letzte Zeit immer recht defensiv gespielt. Eher so eine britische Herangehensweise. Auch schwer hinten durchzukommen. Ich vermute mal, dass die halt auch kompakt hinten drin stehen werden und dann vielleicht gelegentlich mal nach vorne rennen. Aber das müssen wir auch abwarten, weil Dortmund ja auch nicht eingespielt ist und entsprechend kann das natürlich auch alles in der Mitte entstehen und vielleicht fallen da auch viele Tore oder so, ja. Aber so eine richtige Tendenz will ich da jetzt auch nicht irgendwie mir einbilden oder so, ich weiß nicht. Also, und die Quote für Dortmund ist halt viel zu schlecht, ja. So in Augsburg, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist eigentlich ganz gut gewesen jetzt vor der Pause. Augsburg. Es ist auch eine schwierige Partie halt, ja. Kann ich auch nichts dazu sagen. Was haben wir in Köln-Mainz? Auch schwer. Union Bayern, naja, Bayern mit das Spiel halt, ja. Und Bremen-Leverkusen. Ja, ich denke mal auch, dass Leverkusen das Spiel gegen Bremen gewinnen wird. Aber ich habe jetzt meine zwei Spiele. Das ist einmal Düsseldorf gegen Paderborn und Gladbach gewinnt in Frankfurt. Das sind die beiden Partien, die ich anspielen werde. Und dann werde ich mir dann auch mal anschauen, wie die Jungs sich so vorbereitet haben und wie die Sache sich so darstellt in dem Spiel halt, ja. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich so, dass die Bundesliga anfängt. Ich freue mich auch für euch, dass ihr endlich mal wieder ein bisschen was anderes im Kopf reinbekommt und nicht immer ständig irgendwie halt mit Masken und so das ganze Scheißprogramm. Ich bin da echt richtig froh drüber, dass es wieder losgeht. Und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao.